Hallo Leute, hier ist eure Lisha und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SSO Game, wo ich mit euch noch einmal auf meinem einzigen zweiten Account Lisha Green Polos die SSO Story von vorne spiele und jede Woche wechsle ich den Server. Dieses Wochenende befinde ich mich auf dem dritten deutschen Server, also den Server Chocolate Mountain. Und ja, gestern haben wir ganz wichtige Informationen bekommen, denn wir wurden zu den Druiden hierhin eingeladen. Sehr mystisch hier alles, ne, mit den Sternen und der Nebel und hier sind überall Runen, Steine, die glühen und da hinten stehen, ja, ein Fripp, ein kleines Eichhörnchen, ein paar Druiden und die Linda und die Elisabeth. Und wir haben gestern erfahren, dass wir erstens irgendwann mit unserem Pferd reden können, was sehr, sehr wichtig ist. Ja, wer möchte nicht mit seinem Pferd reden können? Und dass wir etwas ganz Besonderes sind. Aber ich meine, als ob wir das nicht wüssten, dass wir dasselbe Spiel etwas Besonderes sind, ne? Nein. Okay, also wir haben auf jeden Fall gehört, dass wir wohl ein Soul Rider werden können. Und dass wir wohl der Mächtigste seit Jahren sein könnten. Das war nämlich das letzte Mal so, dass jemand alle Kräfte von diesen Soul Ridern haben kann. Vor über 100 Jahren. Da gab es diesen letzten Soul Rider, der das konnte. Und wir sind wohl der Nächste. Und ich habe gedacht, weil es gestern nicht mehr geklappt hat, die Fragen hier zu stellen, gucke ich nochmal, ob wir hier hin können. Genau, und wir gehen nochmal die Fragen durch, weil jetzt stehen natürlich total viele Fragen offen. Ne? Was sind denn Bewahrer-Ideen und was ist das Soul Rider richtig und so weiter. Ich würde sagen, wir gehen das heute einfach mal durch, weil das ist extrem wichtig, damit wir die Story später verstehen. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mit den Bewahren-Ideens an. Was oder wer sind die eigentlich? Wir sind eine Gruppe von Druiden, die Ewigkeiten auf dieser Insel existiert haben. Wir haben uns mit unserem Auftreten in der Öffentlichkeit sehr zurückgehalten, aber inzwischen wissen viele über uns Bescheid. Auch wenn der eigentliche Grund für unsere Existenz immer noch ein Geheimnis ist. Ich kann dir nicht das größte Geheimnis verraten, aber ich kann dir sagen, dass wir mehr oder weniger da sind, um Jorvik vor Garnok zu beschützen, sodass es nicht größer wird und die Welt an sich reißen kann. Okay, also Garnok ist dieses Böse in Jorvik, was irgendwo ist. Wir wissen nicht genau wo. Tatsächlich gibt es bis jetzt Garnok noch nicht wirklich. Also wir haben noch nie Garnok in der Star Stable Story gesehen. Auch noch nicht, wenn ihr Level 19 seid. So. Okay, was kann ein Bewahrer Ideens tun? Wir machen, was wir immer gemacht haben. Jedes Mal, wenn Garnok mehr Macht bekommt, versammeln wir die vier Soul Rider in einer Zeremonie aus dem verlorenen Buch der Zeremonien. Diese Zeremonie kann Garnok davon abhalten, sich auszubreiten. Zumindest für eine Weile. Wir können es nicht für immer aufhalten, aber bisher haben wir es immer gut geschafft, es davon abzuhalten, die Welt zu vergiften. Garnok ist unvorhersehbar und kann einmal im Jahr aktiv werden oder auch mehrere Jahrzehnte schlafen. In den tausenden von Jahren, in denen es uns gibt, haben wir noch nie versagt. Okay, also wir sind dafür da, dass das Böse sich nicht ausbreitet. Und immer wenn er erwacht, müssen die Soul Rider da sein, damit sie irgendwas aufsagen können, um Garnok wieder schlafen zu lassen. Warum können wir den nicht ganz besiegen? Vielleicht können wir ja mit uns, wir als Starstable-Spieler, vielleicht können wir ihn ja komplett irgendwann mal besiegen. Gut, was ist ein Soul Rider? Es gibt immer mindestens vier Soul Rider. Es gibt immer ein besonderes Mädchen, das eine spezielle Verbindung zu ihrem Pferd hat. Ein Pferd, das die Essenz der Jorvik-Insel in seiner Seele trägt. Soul Rider sind selten heutzutage. Wir haben große Schwierigkeiten, neue zu finden. Wir hoffen, dass du eines Tages ein Soul Rider wirst und uns im Kampf gegen Garnok und alles, was gegen uns arbeitet, hilfst. Na aber sicher, hallo, sowas lassen wir uns doch auf gar keinen Fall entgehen. So, was wissen wir über Lisa und Anne? Na, das wissen wir ja schon, ne? Lisa und Anne. Lisa war ja mit der Rockband unterwegs, hat ja Linda erzählt. Ist dann zurück nach Jorvik gekommen, hat sich ihr Pferd Starshine gestappt, dann kam sie nie wieder. Anne war in Frankreich, ist eine gute Dressurreiterin geworden. Ja, und jetzt hat man sie auch seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Das müssen wir nicht mal. So, was ist das für ein Ort? Das ist eine sehr gute Frage, denn dieser Ort ist ja schon wirklich sehr speziell. Der Geheimsteinkreis ist ein Ort wie kein anderer. Raum und Zeit verlaufen hier anders im Vergleich zum Rest der Welt. Wir, die Bewahrer-Ideens, haben außerdem die Möglichkeit, von verschiedenen Orten in Jorvik hierher zu reisen, wenn wir Versammlungen haben. Du kannst immer zu diesem Ort zurückkehren und uns hier treffen. Jetzt aber, damals.
Jetzt aber damals? Was? Ich hoffe, du verstehst. Nee, jetzt aber damals, ich hoffe, du verstehst, verstehe ich nicht. Moment, ich guck nochmal. Du kannst immer zu diesem Ort zurückkehren und uns hier treffen. Jetzt aber damals. Ich verstehe nicht. Egal. Okay, wer ist gegen die Druiden? Ja, gar noch, ne? D'accord, geleitet von Herrn Sands. Ah, okay, okay. Elementar wichtig hier. Sie sind die gefährlichsten Feinde. Gott sei Dank hast du festgestellt, dass Herr Sands wieder aktiv ist, sodass wir uns vorbereiten können. D'accord gibt sich als eine internationale Firma aus, die die gleichen Interessen wie die GED verfolgt. Wir allerdings glauben, dass Herr Sands versucht, Garnock zu kontrollieren und mit seiner Hilfe die Welt zu regieren. Wir glauben nicht, dass das geht und dass das Einzige, was passieren kann, ist, dass er bei seinem Versuch dazu die Welt zerstört. Der Satz war schwierig. Okay. Es gibt viele Leute, die uns aufhalten wollen oder die ihre eigenen Probleme mit Garnock haben. Sei also vorsichtig. Wir müssen herausfinden, was sie wollen und was sie machen. Es sind mehr Leute beteiligt als jemals zuvor, obwohl Garnock noch gar nicht so stark ist. Ja gut, Mr. Sands also. Okay, D'accord und Mr. Sands. Ich vertausche die nämlich immer wieder. Ich denke immer, GD, D'accord ist das nicht dasselbe. Aber gut, D'accord ist mit Mr. Sands das richtige Böse. Die wollen was mit Garnock machen und GD ist einfach nur so, sind einfach nur so ein paar Lümmelverbrecher. Was hat Justin mit der Sache zu tun? Das ist eine wichtige Frage. Wie du uns bewiesen hast, ist Justin leider Herr Sands Enkelsohn. Es ist eindeutig, dass Herr Sands einen Plan mit ihm hat und dass er etwas Großes vorhat, da er sich ja nicht traut, sich zu zeigen. Wir sollten ein wenig Zeit investieren, den armen Jungen zu filmen. Nicht nur, um ihn vor Herr Sands zu retten, sondern auch, um etwas mehr über die Pläne von Herr Sands herauszufinden. Tja, das ist echt schlimm mit Justin. Eigentlich war der total nett, ne? Und der war auch nur ganz kurz da und zack, war er dann schon den Clown von Herr Sands. So, was ist das Buch der Zeremonien? Witzig, dass du danach fragst. Das Buch wird bei der Zeremonie dazu benutzt, Garnock davon abzuhalten, seine Kraft zu vergrößern und es teilweise zu verjagen. Leider ist das Buch seit ein paar hundert Jahren verschwunden und deswegen nennen wir es das verlorene Buch der Zeremonien. Wie könnt ihr das denn verlieren, wenn das so extrem wichtig ist? Wir waren vorsichtig und haben Kopien von den wichtigsten Teilen des Buches und diese Kopien sind unter uns Druiden aufgeteilt. Wir hoffen, dass wir das Buch bald finden, da es die Zeremonie stärker machen wird und außerdem, weil es Geheimnisse der alten Druiden enthält, die wir nicht kennen. Fripp, du lebst doch schon ein paar Jahre. Warum kennst du das Buch denn noch nicht auswendig? Und wie konnte man dieses Buch verlieren? Das ist noch viel schlimmer. Das letzte Mal, als wir gegen Garnock gekämpft haben, mussten unsere Soul Rider aufgrund der Umstände anders vorgehen. Welche Umstände? Oh, das ist eine sehr milde Art, das auszudrücken. Okay. Ja gut, und jetzt warten wir wahrscheinlich. Du kannst jederzeit zurückkommen, wenn du eine Frage hast. Wenn die Zeit reif ist, werden wir dir ein paar Aufgaben geben. Du musst dich gedulden, bis wir die richtigen Aufgaben, das richtige Training und die richtigen Lehrer haben. Wir sehen Zeit etwas anders und in deiner Welt mag Zeit etwas langsam sein. Für uns ist es ein wenig anders. Wir bitten dich also darum, geduldig zu sein. Während deines Soul Rider Trainings, falls du uns unser Angebot dazu annimmst, hoffen wir, dass du weiterhin nach Justin, Lisa und Anne suchst. Du musst immer versuchen herauszufinden, wer unsere Feinde sind. Sobald wir eine Aufgabe für dich haben, werden wir uns bei dir melden. Brauchen dich. Okay. Sollen wir jetzt einfach nochmal gucken, was mit Lisa und Anne ist? Obwohl, wir wissen das ja eigentlich, ne? Ich blätter mal durch. Ich kann ihr alles, was ich über Lisa weiß, erzählen. Nach ihrem Erfolg in der Star Academy in Jorvik war sie mehrere Jahre auf einer Rocktour. Tournee. Wurde mir erzählt, es war nicht leicht, sie währenddessen zu kontaktieren. Ich habe ohne Erfolg nach ihr gesucht. Die Tour ist jetzt zu Ende und man sagt, dass sie im Urlaub ist. Aber Hermann aus dem Jorvik-Stall hat Neuigkeiten. Er hat gesagt, dass sie im Stall war und ihr Pferd Starschein zu einem Ausritt abgeholt hat. Das war vor ein paar Wochen und seitdem ist sie spurlos verschwunden. Aber wir glauben, dass sie immer noch in Jorvik ist. Genau. Linda, kannst du uns erzählen, was wir über Anne wissen? Ich habe Nachforschung wegen Anne angestellt, bin aber immer nur in eine Sackgasse gelandet. Anne war eine sehr erfolgreiche Dressurreiterin und ist für Wettbewerbe herumgereist. Vor ein paar Jahren, während eines Wettbewerbs in Frankreich, ist sie dann plötzlich verschwunden. Das Publikum war enttäuscht. Niemand hat sie seitdem gesehen. Es gibt keine Spur von Anne oder ihrem Pferd Concord. Leider ist das alles.
Okay. Also das, was wir schon wussten. Ja, wir haben jetzt trotzdem eine ganze Menge gelernt. Ja, heute war jetzt vielleicht... Es war ein bisschen ruhiger, ne? Wir haben jetzt einfach nur uns angehört, was mit den Fragen ist, ne? Und ja, wir haben halt gefragt, wie sieht das aus? Was machen wir? Was ist denn überhaupt böse? Aber es ist extrem wichtig zu wissen, gegen was wir überhaupt kämpfen. Also Garnok ist dieses richtige Böse, was wir irgendwie, ja, wieder zum Schlafen bringen müssen, wenn es aktiv wird. Dakor mit Herr Sans spielt auch gegen uns, weil die wollen Garnok wahrscheinlich, ja, kontrollieren. Und der wird das wahrscheinlich nicht mit sich machen lassen und wird dann diese Welt zerstören, was nicht cool ist. Echt nicht. Was ist denn dann mit unseren Pferden? Nein, was ist dann natürlich auch mit uns und unseren Freunden hier, ne? Und, ja, ansonsten, Anne und, Lisa, genau. Ich hab's aber irgendwie auch mit Lisa in letzter Zeit. Anne und Lisa, ja, sind auch verschwunden. Und wir müssen warten, bis wir ein richtiges Training von denen bekommen. Ernüchternd. Aber ich würde sagen, wir haben trotzdem ganz, ganz viele Quests noch. Ich weiß gar nicht, was wir morgen als nächstes machen. Wir können ja mal gucken. Ihr könnt ja wieder mitentscheiden. Wir machen mal eine kurze Umfrage einfach wieder zum Ende des Videos. Dann könnt ihr mitentscheiden. Der berühmte Abenteuer bei Nick Stoneground in den Everwind-Feldern. Das könnten wir machen. Die ist aber nicht lang, das weiß ich. Die hat aber was mit dem Dinotal zu tun. Also das ist so der Anfang vom Dinotal. So, danach. Und es geht weiter mit Elisabeth. Wir könnten natürlich auch bei Elisabeth weitermachen, was vielleicht nicht schlecht wäre. Felicity braucht Hilfe in Feargroove. Das ist ja das Mädchen am Stall. Sicherheit geht vor. Das ist die Security in Fort Pinter. Das Leben auf der Sunfield Farm anwesend geht weiter. Amelia in Jarlaheim, neue Freundschaft, keine Ahnung. Schafe auf der Flucht bei Dorit, auch mit da habe ich gar keine Lust drauf. Portemonnaie weg, Geld futsch, Weltuntergang. Okay, also entweder wir können Quest in Fort Pinter machen, bei James oder beim Security-Mann. Genau. Sicherheit geht vor oder Portemonnaie weg, Geld futsch, Weltuntergang. Oder wir machen hier bei Elisabeth weiter. Mit und es geht weiter. Und wenn wir dann hier fertig sind, machen wir der berühmte Abenteurer Nick Stoneground. Und falls wir dann noch Platz haben, dann gucken wir einfach nochmal, was nochmal in der Nähe ist. Oder fangen wir dann doch mit Fort Pinter an. Also schreibt mir doch einfach oder stimmt einfach ab. Oben rechts kommt jetzt ein I, wenn ihr die Anmerkung nicht ausgemacht habt. Da könnt ihr entweder abstimmen für Fort Pinter oder ich schreibe da einfach hin für Elisabeth. Ne? Und dann machen wir halt bei Elisabeth weiter. Dann, wenn wir noch Zeit haben, bei Nick Stoneground. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann gucken wir, was wir machen. Okay? So. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Das ist mal ganz schnelles Feedback für mich, dass euch die letzte Folge oder diese Folge gut gefallen hat. Und Verbesserungsvorschläge dürft ihr immer in die Kommentare schreiben. Vielen lieben Dank, dass ihr über uns recherchiert habt. Denn ganz viele von euch haben mal gegoogelt und so weiter und haben gesagt, Jorvik war mal irgendwie, oder es hieß mal irgendwie eine Stadt Jorvik mit irgendwas noch dran im Römeralter, Römerzeitalter. Andere haben gesagt, Jorvik sowieso gibt es irgendwie in England und ja, das ist ganz interessant, dass es tatsächlich Orte auf dieser Welt gibt, die wirklich irgendwas mit ja, Jorvik halt im Namen haben. Ne? Und ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder auf dem Server Chocolate Mountain irgendwo zufällig. Übrigens, meine Freundesliste ist, glaube ich, leider voll auf diesem Account. Man hat mich nämlich auch gefragt, ob man auf meine Freundesliste könnte. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Bis dahin, eure Alicia.